Der beiden Kontrahenten. There. We call both combatants to the cage. Welcome, Arian Topalay and Maurice Adolf. Ja, meine Herren, ihr seid zwei der vielversprechendsten jungen Kämpfer in Deutschland, das habe ich gerade gesagt. Maurice Adolf, du hast viel Hype hinter dir gehabt, warst eine lange Auszeit hinter dir, 2 Jahre insgesamt, feierst dein Comeback hier bei NFC. Maurice Adolf was one of the most promising prospects here in Germany, had a lot of hype behind him, now had a 2-year layoff and makes his comeback at NFC 11, the next co-promotion with Rafe Combat Federation. And he makes his debut here against Arian Topalay. First question to you. Maurice, wie sehr freust du dich auf dein Comeback und was für einen Kampf erwartest du gegen Arian Topalay, der ja zuletzt bei NFC 9 sein Debüt in sehr, sehr beeindruckender Weise gegeben hat? Erstmal hallo, ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr auf die nächste NFC-Veranstaltung, wo ich dann mein Debüt geben kann. Also wer jetzt die ersten beiden Kämpfe alleine gesehen hat, im ersten Kampf zwei Monster haben sich 3 Runden lang geprügelt. Jetzt gerade auch sehr, sehr starker Kampf. Der eine war wie ein Sniper, Trefferquote von 100%. Ja, die Veranstaltung ist einfach krank. Ich freue mich übertrieben, jetzt hier zu sein. Hat lange gedauert, bis das endlich geklappt hat. Und ja, ich kämpfe gegen Arian Topalay. Ich habe mir ihn bewusst ausgesucht. Ich hätte auch einen einfacheren Einstieg nehmen können. Ich hatte Optionen, Gegner, die ich mir für meinen ersten Kampf hätte nehmen können. Aber Arian ist meiner Meinung nach allround der stärkste Gegner. Also mein erster Test, der sein könnte für mein Debüt, und darauf freue ich mich auf jeden Fall. Ich habe Bock auf eine dicke Show in München, und ja, let's go. So he says he's happy to make his debut here at NFC, the most premier organization in Germany, and fight a great opponent like Arian Topalay. He says he had a lot of other options, easier options, he says, but he took the strongest opponent for his debut and is looking forward to that fight very much. Now, to you, Arian, you already fought here at NFC, made a strong debut at NFC 9, finished your fight in the first round. Now you're facing a man after a 2-year layoff who had a lot of hype behind him, as I said. What kind of fight do you expect against Maurice Adolf? Also ich sag's nochmal auf Deutsch für unsere deutschen Zuschauer. Du hast jetzt einen Mann vor dir, der viel Hype hinter sich hatte, ich hab's gerade schon gesagt, der aber nach 2 Jahren Pause zurückkommt und hier sozusagen in dein Haus kommen will. Du hast viele Fans mitgehabt in deinem letzten Fight, ein starkes Finish hingelegt im ersten Kampf. Wir haben schon ein paar hitzige Interviews miteinander gehabt. Was für einen Kampf erwartest du? Sein Hype wird dir nichts bringen. Ich werde ihn auf jeden Fall vorzeitig finishen. Ob es in der ersten Runde ist, ich gehe davon aus, aber spätestens in der zweiten wird er gefinisht. Und ich schicke ihn zurück zu GMC. Alright, so he says all the hype won't help his opponent at their fight, because he says he will finish him most likely in the first round and send him back where he came from. Alright, gentlemen, then let's square you off in the middle of this cage. And feel the intensity of this great featherweight matchup. Arian Topalay versus Maurice Adolf. This fight is happening at the next co-promotion between National Fighting Championship and Brave Combat Federation. Tickets